So, jetzt müsste der Ton da sein, oder Leute? Sagt mal, ob jetzt der Ton da ist. Schreibt mal bitte in Chat. Es kommt kein Ton, kein Ton. Ja, ich weiß, es war vor ein paar Sekunden. Ist jetzt der Ton da? Ton aus. Hallo. Immer noch kein Ton? Yes. Yes, jetzt Ja, geht's. nice. Okay, jetzt geht's. Ich hatte das Mikrofon gemutet. Sorry, Leute. Wir haben ja noch so kleine Startschwierigkeiten. Mahlzeit, schreiben Sie. Aber guck mal, da sind ganz viele online schon, ne? Ja, ich habe hier Peter Tilo Hasler neben mir sitzen. Okay, und wir haben schon in den letzten Tagen also einiges an Content für euch abgedreht. Peter ist unter anderem auch nicht nur Wertpapieranalyst bei Sphene Capital, seinem selbst gegründeten Unternehmen, sondern auch Buchautor von Aktien richtig bewerten, Anleihen richtig bewerten und hat alle möglichen anderen Bücher noch geschrieben. Und jetzt wollten wir einen kleinen Livestream machen hier in Aktiensprechstunde. Und ja, keine nackten Weiber am Start. Nee, heute nicht. Ja, heute bleiben wir mal ganz seriös. Und ja, ihr könnt natürlich auch hier Fragen stellen im Chat, die am besten natürlich auch zum Thema Aktienbewertung passen. Und wir haben hier schon einige Fragen vorher gesammelt, Peter. Zum Beispiel von Sascha, der fragt auf Facebook, wie sollte man zum Beispiel Automobilhersteller oder Banken am besten bewerten, da aufgrund des Leasing- bzw. Finanzierungsgeschäftes eine Discounted Cashflow-Analyse schwerfällt? Also bei Bankaktien bin ich der Falsche. Das ist ungefähr die einzige Branche, die ich mein Leben lang noch nie analysiert habe, weil Banken wie Versicherungen auch nicht die typischen Industriekennzahlen haben wie Umsatz, EBIT, EBITDA oder Nettoverschuldung. Also das sind einfach Größen, die ich gewohnt bin. Da bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Allerdings bei den Autos ist das was anderes. Wir haben hier ein Leasinggeschäft, aber auch Leasing kann man bewerten. In der Regel wird man das Leasing kapitalisieren. Das heißt, wir nehmen es, sofern es ein Off-Balance-Leasing ist, in die Bilanz hinein mit der Kapitalisierung, erhöhen dadurch unsere Kapitalbasis und müssen dann natürlich diesen kapitalisierten Wert später abschreiben. Und so geht das dann über die Bilanz auch ins Cash, ins, ins, in die Gewinn- und Verlustrechnung und anschließend auch ins Cashflow-Statement mit hinein. Also grundsätzlich ist es möglich. Allerdings, Sascha, gebe ich dir recht, man muss einen kleinen Umweg machen. Aber grundsätzlich geht es. Und ich würde nicht davor zurückschrecken, es nicht zu tun. Deswegen. Ja, du hast schon einer angemerkt, da hinten ist Helga die Zinskuh. Das stimmt tatsächlich, weil in meinem Buch habe ich so den Zinseszins erklärt anhand so einer Zinskuh und die ist tatsächlich gerade hinter uns. So, jetzt haben wir noch weitere Fragen, die hier zum Beispiel mit Peter Lynch. Genau, den Was? Piotrowski-F-Score, das Genau. ist eine sehr gute Frage. Ich habe in der Tat 2008 mitten in der Lehman-Krise haben wir für einen Kunden von uns, wo ich damals gearbeitet habe, von der Investmentbank, wo ich gearbeitet habe, haben wir über den F-Score ein Portfolio aufgebaut, das er dann gekauft hat. Und das war wirklich eine spektakuläre Entwicklung, die der damit gemacht hat. Also F-Score funktioniert, ich würde es nicht abstreiten, aber es ist jetzt grundsätzlich nichts für mich. Ich habe mich entschieden, alle Aktien ausschließlich über das DCF-Modell zu bewerten und solche Dinge wie den F-Score außen vor zu lassen. Aber das ist eine Geschmackssache. Bevor ich gar nichts mache, würde ich auf jeden Fall den F-Score nehmen, weil es ein Bewertungsverfahren ist, mit dem man ja grundsätzlich Unternehmen anhand von Finanzkennzahlen bewertet, und das ist etwas, bei dem ich immer dafür bin. Okay, dann hier fragt jemand für seine Bachelorarbeit, welche multiplen Verfahren, Wert entspricht Faktor X von Kennzahl Y, werden in der Realität am öftesten Ja. verwendet und welche Verfahren hält Herr Hasler für am aussagekräftigsten? Genau, es gibt ja, wenn man mal die Multiples grundsätzlich unterscheidet, dann gibt es Equity und Entity Multiples. Also Equity Multiples, da steht im Zähler der Aktienkurs. Und bei Entity Multiples steht im Zähler der gesamte Unternehmenswert, auch Enterprise Value genannt. Wenn man die Equity Multiples anschaut, also im Zähler steht der Kurs, dann haben wir im Nenner den Gewinn, dann hat man das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man kann auch das auf den Cashflow to Equity beziehen, dann hat man das Kurs-Cashflow-Verhältnis.
Das ist also eine Kennzahl, die KGV, wissen wir ja, ist die am meisten verwendete Kennzahl. Ich würde mal sagen, 80% der Aktionäre verwenden das KGV als ausschließliche Kennzahl. Es gibt andere Statistiken, die zeigen, dass 80% der Investoren nicht in der Lage sind, den DAX zu schlagen. Jetzt könnte man ja den Schluss daraus ziehen, dass vermutlich das KGV nicht in der Lage ist, als Kennzahl den DAX zu schlagen. Und ich würde das auch genauso auf diesen Satz herunterfahren. Das KGV ist für eine Aktienbewertung völlig ungeeignet. Ja, Sie haben beim KGV viel zu viele Unwägbarkeiten. Zum einen, die erste Unwägbarkeit ist... Die Schulden sind doch gar nicht drin im KGV. Die Schulden sind nicht drin, aber ja. Das viel Wichtige ist ja, dass ich eine Aktie bewerte anhand von einer Peer Group. Ja, ich sage also, das KGV meines Unternehmens ist mit 8 kleiner als das KGV der Peer Group mit 20. Und deswegen muss das KGV unserer Aktie steigen. Wie steigt ein KGV? Indem der Kurs steigt, weil G, der Gewinn ist ja festgesetzt. Also muss G steigen, muss K steigen, der Kurs steigen, damit das KGV sich dieser beiden annähert. Und das ist schon der erste Fehler, der gemacht wird, weil es könnte auch sein, dass der Kurs der Peer Group sinkt und wir nähern uns alle dann beim KGV von 8 an. Das ist mir ja gar nicht. Ja, wir wissen auch nicht, ob der Kurs der Peer Group sinkt und wir nähern uns beim Kurs von 5, beim KGV von 5 an. Mhm. Kann auch sein. Das heißt, ja, wir haben dann eine überbewertete Aktie mit einer weniger überbewerteten Aktie verglichen und das passiert viel zu häufig, nämlich in jeder Blase. Wir können also mit dem KGV schon gar nicht sagen, ob eine Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Das geht nicht. Mal abgesehen davon, dass es dann auch noch viele Fehler gemacht werden. Zum Beispiel gibt es ein Multiple, das heißt Kurs-Umsatz-Verhältnis, KUV. Ja. Finden Sie in jeder Aktienanalyse und in jedem Magazin, Börsenmagazin, finden Sie das KGV. Das ist eine methodisch falsch ermittelte Kennzahl, weil mit dem KUV haben Sie im Zähler den Kurs und nennen den Umsatz. Und der Umsatz wurde ja nicht nur von dem Eigenkapital erwirtschaftet, sondern auch vom Fremdkapital. Das heißt also, auch die Verschuldung geht ein in die Generierung des Umsatzes. Das heißt, immer wenn Sie Kennzahlen haben im Nenner, die von der gesamten Passivseite der Bilanz erwirtschaftet wurden, kann ich nicht eine Kennzahl bilden, wo im Zähler nur die Aktie, nur das Eigenkapital steht. Kurze Zwischenfrage, kam gerade bei YouTube, was ist denn eine Peer Group? Eine Peer Group ist eine Gruppe von Vergleichsunternehmen, mit der man das zu bewertende Unternehmen vergleicht. Also die Idee ist bekannt, zum Beispiel, wenn Sie sich eine Wohnung kaufen. Ja, Sie kaufen sich eine Wohnung. Wenn ich Ihnen sage, Sie können sich eine Wohnung für 200.000 Euro kaufen, dann ist diese Information für Sie erstmal völlig wertlos. Sie können gar nichts damit anfangen. Sie müssen wissen, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung. Ist sie in München oder in Frankfurt an der Oder? Also, ich will niemand beleidigen, aber es sind halt nun mal andere Städte. Ist sie in München im Hasenbergel oder im Zentrum? Ist es eine neue Wohnung oder ein Altbau mit Renovierungsrückstau? Also, Sie können mit 200.000 Euro gar nichts anfangen. Deswegen bildet man ein Multiple. Zum Beispiel die Zusatzinformation, die Wohnung hat 50 Quadratmeter. Dann weiß ich, 200.000 durch 50 habe ich einen Preis von 4.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Multiple. Wenn ich das jetzt mit einer anderen Wohnung vergleiche, die 6.000 Euro den Quadratmeter hat und zufälligerweise im gleichen Haus ist, dann weiß ich, oh, die 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnung ist billig, die für 6.000 ist teuer. Mhm. Und so kann ich sagen, okay, wenn die Preise sich weiter so entwickeln wie jetzt, dann wird der Preis meiner Wohnung für 4.000 Euro pro Quadratmeter steigen und irgendwann werden beide bei 6.000 Euro dann auf den Markt kommen. Das Problem ist nur, wenn wir das bei Unternehmen machen, also was bei einer Immobilie sehr einfach ist, wird problematisch beim Unternehmen, weil es in der Regel keine 2, 3, 4 oder 5 vergleichbaren Unternehmen gibt. Es gibt kaum zwei Unternehmen, die so genau miteinander vergleichbar sind, dass ich den Rückschluss ziehen kann, das KGV von dem einen ist billig und das KGV von der Peer Group oder Vergleichsgruppe von anderen Unternehmen ist teuer. Das kann ich einfach nicht tun und deswegen führt das KGV häufig zu falschen Ergebnissen und sollte nicht als alleinige Kennzahl für einen Aktienkurs herangezogen werden. Aktienkauf herangezogen. Ja, und zusätzlich zu dem, was Peter gesagt hat, nicht nur relativ, auch absolut gesehen, kann man jetzt auch nicht sagen, ein KGV von 5 ist extrem günstig und ein KGV von 15 ist schon zu hoch, weil es kommt ja auch auf die Wachstumsrate des Gewinns an. Wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen, was ein KGV von 15 hat, aber ein Gewinnwachstum von 70% hat und das
Unternehmen, was ein KGV von 5 hat, ein Gewinnwachstum von 2% hat, ja, dann würde ich trotzdem lieber das mit dem KGV von 15 kaufen. Also auch in absoluten Termina kann man das nicht einfach so vergleichen. Jetzt kam gerade eine Frage bei YouTube, bevor wir wieder zu Facebook gehen, und zwar für einen absoluten Anfänger, wie kann man mit diesem Aktienthema anfangen? Weil ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, dieses Buch hier zum Beispiel, ne, ich habe mir das extra im Print geholt, weil ich einfach sozusagen auf der Kindle-Version das irgendwie, da kann ich mir halt nichts reinkritzeln, keine Notizen machen und so. Und das ist ja ein Buch, wo man, sag ich mal, schon mal mindestens irgendwie so eine gewisse Menge an Mathematik beherrschen muss, was schon mal eine Herausforderung ist, ja. Und das ist ja so ein Buch, womit man richtig extrem viel arbeiten muss. Das kann man nicht einfach so durchlesen. Und wie würdest du jetzt zum Beispiel einem Anfänger raten, der sich für dieses Aktienthema interessiert, an dieses Thema Aktienbewertung, was ja ein extrem komplexer Prozess sein kann, ranzugehen, ja? Ja, also das Wichtigste ist, erstmal verstanden zu haben, dass es ohne Arbeit nicht geht. Nur weil ich heute mit einem Online-Konto mir problemlos ein Depot eröffnen kann, auf das ich dann mein sauer erarbeitetes Geld einzahle und ich mit einem Knopfdruck eine Aktie kaufen kann, heißt es noch lange nicht, dass diese Strategie auch aufgeht. Ja, wenn Sie so Aktien kaufen, dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass der Kurs steigt und von 50%, dass er fällt. Und dann geht man lieber ins Spielcasino, weil da habe ich mehr Spaß als mit einer blöden Aktie. Das heißt, man muss Arbeit investieren. Und wenn ich eine Aktie kaufe, dann habe ich 6-8 Wochen Arbeit in diese Aktie investiert. Und ich habe sie mir angeschaut. Ich habe jeden Geschäftsbericht gelesen. Ich habe die Unternehmensmeldungen gelesen. Ich habe mir den Wettbewerber angeschaut, ich schaue mir die Lieferanten an. Ich habe erstmal versucht, das Geschäftsmodell zu verstehen. Mhm. Ja, was stellt das Unternehmen her? Was ist die Existenzberechtigung dieses Unternehmens? Was sind die Markteintrittsbarrieren? Wie ist die Wettbewerbsintensität? Gibt es Substitutionsprodukte? All diese Dinge muss man sich anschauen. Ansonsten darf man sein Geld nicht in irgendwelche Aktien anlegen, die man nicht verstanden hat. Ja, nur Aktien kaufen, die man verstanden hat. Das ist mal das Erste. Die mathematischen Voraussetzungen, die sind überschaubar. Wir reden hier von Multiplikation und Addition. Ja, wir müssen ja also hier nicht irgendwelche Integralrechnungen machen, sondern alles, was wir tun, ist mit einem Excel-Modell. Und da werden Prognosen angestellt. Das ist eigentlich in dem Buch recht ordentlich beschrieben, weil diese Beschreibungen findet man sonst in keinem anderen deutschsprachigen Buch. Das ist meiner Meinung nach das einzige deutschsprachige Buch, das eine Discounted Cashflow-Bewertung halbwegs anständig erklärt und auch für jemanden erklärt, der davon gar keine Ahnung hat. Aber wer ein Anfänger ist, der sollte es sein lassen. Man muss sicher erstmal die Grundlagen schaffen, um Aktien zu kaufen. Das dauert Wochen. Und wenn man dann die Grundlagen verstanden hat, dann dauert es nochmal Wochen für jede einzelne Aktie. Das ist leider so, es gibt da keine Abkürzung. Wenn es eine Abkürzung gäbe, dann würde es jeder machen und dann wird es auch nicht mehr funktionieren. Dann wird schon angepreist, ja. Genau, es funktioniert ja nur, weil es schwierig ist. Ja, und deswegen muss man diese Hürde gehen. Das ist eine Investition, die man einmal tätigt in seinem Leben, verstanden zu haben, wie Aktien bewertet werden über Discounted Cashflow-Modelle. Das macht man einmal im Leben. Und danach hat man es verstanden und kann es den Rest seines Lebens und kann es immer wieder anwenden für jedes Unternehmen, das man sich anschaut. Okay, also diesen Action-Bias, zu dem du auch hier in den Videos was gesagt hast, so ein bisschen überwinden und nicht gleich mit dem Anspruch rangehen, irgendwie in 2 Tagen gleich eine Aktie gefunden zu haben, sondern sich auch in Ruhe mal Zeit nehmen, diesen Prozess sozusagen einzugehen. Ja? Dann gehen wir mal zurück zu Facebook. Hier ist eine Frage von Marcel. Wie wichtig ist der ist bei der Aktienbewertung der Faktor Zukunftstechnologie, also Elektromobilität, Krebsforschung. Du bist ja selbst sogar Elektroanalyst, hast du damals gesagt, aber nicht Elektromobilität. Nein, ne? Das war nicht das Gleiche gewesen. Nee. Also grundsätzlich ist die Zukunft wichtig. Die Frage ist nur, wie kann ich mir die Zukunft nutzbar machen? Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film Alien. Der ist von 1979. Teil 1, ne? Ich habe den ungefähr 30 Mal gesehen. Das heißt also, seitdem der ins Kino kam, schaue ich ihn mir mindestens einmal im Jahr an. Ich habe den im Kino gesehen damals, 79. Ich habe ihn mir auf Video, auf VHS-Kassette gekauft. Ich habe ihn mir auf DVD gekauft. Ich habe ihn mir in der Sonderedition 25 Jahre auf DVD gekauft. Ich habe ihn mir auf Blu-ray gekauft. Ich schaue ihn mir jedes Jahr an. Schauen Sie sich mal an, wie
Drehbuchautoren die Zukunft vorhersagen. Die fliegen mit Raumschiffen durch die Gegend. Im Jahr 2399 mit Raumschiffen durch die Gegend, sind in fernen Galaxien und da gibt es da Röhrenbildschirme. Nicht und nicht mal Flatscreens. Schauen Sie sich Blade Runner an. Da findet, der spielt im Jahr 2019, also nächstes Jahr in Los Angeles. Mhm. Da findet Videotelefonie statt. Wunderbar, sehr innovativ, allerdings in einer Telefonzelle. Man muss einen Token reinschmeißen, um Videotelefonie zu betreiben. Das heißt also, Zukunftsforscher gelingt eins nicht, nämlich die Zukunft zu prognostizieren. Und verstehe. Das sind diejenigen, ja, die dafür hoch bezahlt werden, Drehbücher zu schreiben für Hollywood-Filme, die 100 Millionen Euro kosten oder hunderte von Millionen Euro. Und die machen solche eklatanten Fehler in der Zukunftsprognose. Das heißt, wenn es diesen Menschen nicht gelingt, die Zukunft zu prognostizieren, dann gelingt es uns kleinen Menschen schon gleich gar nicht. Deswegen sollten wir versuchen, davon Abstand zu nehmen. Ich will die Zukunft gar nicht prognostizieren. Wenn ich eine Aktie kaufe, prognostiziere ich nicht die Zukunft. Wobei die Zukunftsprognose, es gibt zwei Arten von Zukunftsprognosen und ich tue eins nicht davon, nämlich diese Wenn-Dann-Zukunftsprognose. Das heißt also, was ich nicht tue, ist zu sagen, wenn ein Unternehmen nächstes Jahr oder in 3 Jahren ein Krebsmedikament auf den Markt bringt, dann ist die Aktie unterbewertet. Mhm. Wenn Netflix in 3 Jahren 1 Milliarde Nutzer hat, ist die Aktie unterbewertet. Bei 500 Millionen ist je mehr, machen sie Verlust. Bei 1 Milliarde machen sie wahrscheinlich Gewinn. Viele Analysten haben die Aktie auf Kauf mit der Prognose in 3 Jahren 1 Milliarde Abonnenten. Wenn Facebook in 2 Jahren 2 Milliarden Abonnenten hat, ist die Aktie unterbewertet. Wenn die Abonnenten zurückgehen, ist sie überbewertet. Was soll ich jetzt sagen? Ja, die Indizien, die ich momentan in meinem persönlichen Umfeld habe, sagen mir, dass Facebook immer weniger geliebt wird. Ja, ich selbst habe meinen Facebook-Konsum sicher um 90% runtergefahren im Vergleich zu vor 2 Jahren. Skandal. Ja, Skandal. Wenn das alle machen, dann wird vielleicht Facebook irgendwann keine Wachstumsaktie mehr sein und dann wissen wir, was mit der Aktie passiert. Das heißt also, versuchen Sie nicht, die Zukunft zu prognostizieren, indem Sie eine Wenn-Dann-Analyse anlegen, sondern versuchen Sie, die Zukunft zu prognostizieren, indem Sie sagen, was passiert denn eigentlich mit der Aktie, wenn alles so bleibt, wie es ist? Das heißt, wir unterstellen die Wachstumsraten der letzten Jahre, hoffentlich geringe Wachstumsraten im Umsatz, vielleicht von 8, 9, 10, 11%, also solche gut prognostizierenden, langweiligen Unternehmen, sagen dann, okay, in den letzten 5, 10 oder 10 Jahren ist es einem Unternehmen gelungen, die Marge Stück für Stück um 0,1, 0,2% pro Jahr zu verbessern. Dann lege ich das auch in der Zukunft an. Und wenn ich auf Basis eines so langweiligen Geschäftsmodells und eines so gut prognostizierbaren, indem ich einfach nur die Vergangenheit in die Zukunft weiter extrapoliere, ohne hier 100% Wachstumsraten zu haben, wenn ich dann eine Bewertung mache und die Aktie ist massiv unterbewertet, dann ist es genau die Value-Aktie, die ich suche. Weil dann habe ich die Zukunft gut prognostiziert, weil bei Gütern des täglichen Bedarfs, was soll denn schiefgehen? Bei einem Pharmaunternehmen, was soll denn schiefgehen? Dieses Krebsmedikament, das muss der immer nehmen. Oder ein Rheumamedikament oder das Medikament gegen Bluthochdruck, das muss er immer nehmen, der Patient, den Rest seines Lebens. Deswegen kann hier, was die Prognose anbelangt, sind die Fehlerwahrscheinlichkeiten relativ eng. Viel enger als bei Netflix, bei Facebook oder auch bei Google oder Amazon. Dort ist die Bandbreite viel größer und deswegen wird meine Treffergenauigkeit kleiner sein. Und das muss man vermeiden, wenn man an der Börse erfolgreich sein will. Okay, ich war nur gerade abgelenkt, weil da draußen so ein Eichhörnchen rumspringt. Aber hier kommt eine interessante Frage von Nico bei Facebook und zwar, wie kann ich, beziehungsweise ist es überhaupt möglich, ein IPO zu bewerten, vor allem zum Beispiel in Bezug auf Siemens Healthineers? Ja. Was ja eigentlich streng genommen ein Equity-Carve-Out-Verfahren ist und keine klassische IPO, aber trotzdem IPO-Bewertung generell als Privatanleger. It's probably overpriced, kennt man ja den Spruch, aber wie siehst du das? Sollte man sich daran wagen? Gibt es da Möglichkeiten oder gleich wegbleiben? Also grundsätzlich, wenn ich ein Unternehmen bewerte, dann schaue ich mir alle Geschäftsberichte an, die da sind. Das sind teilweise auch 10 Jahre oder 20 Jahre. Also ich mache mir diese Arbeit, so einen Geschäftsbericht zu lesen. Da bekommt man irgendwann mal Routine. Das geht dann auch relativ schnell. Man ist dann da mal, sehe ich auf das Eichhörnchen. Die Regulierer. Man ist hier mal
dann ein paar Tage mit dem Lesen von Geschäftsberichten beschäftigt, aber das war es auch. Und danach hat man dabei ein gutes Gefühl, weil man hat dann einfach alle Informationen, die man braucht für die Bewertung eines Unternehmens. Und dieses Bewusstsein und dieses Selbstbewusstsein will ich einfach haben, bevor ich mich an eine Aktie ranwage. Und da fangen die Probleme an, wenn wir ein IPO bewerten, weil ich habe beim IPO gerade mal 3 Geschäftsberichte vor mir. Also ich kann gerade mal 3 oder 4 Jahre analysieren, das war's. Mhm. Das heißt, ich habe eine sehr viel höhere Fehlerquote in der Prognose, weil ich eine hohe Fehlerquote aus der Vergangenheit habe. Die schleppe ich einfach mit. Und insofern wäre ich bei einem Börsengang vorsichtiger als bei bereits börsennotierten Unternehmen, die schon eine Historie haben. Hinzu kommt, dass man nicht vergessen darf, Banken haben bei Börsengängen einen klassischen Interessenskonflikt. Ja, wer ist eigentlich der Kunde? Ist der Kunde der Emittent oder ist der Kunde der Aktionär? Und diesen Interessenskonflikt, den kann man nicht hundertprozentig überwinden. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ich auf der sicheren Seite sein will, schauen Sie sich erstmal an, was die Aktie macht in den ersten Tagen und versucht noch mehr Informationen zu bekommen von Analysten vielleicht, um sie dann erst einen zweiten Schritt zu kaufen. Aber häufig hat man beim Kauf zum Börsengang, also bei der Emission, hat man zu viel bezahlt. Hier kommt eine interessante Frage von Kevin bei YouTube auf das, was du gerade gesagt hast. Und zwar, wenn die Entwicklung eines Unternehmens aber so gut prognostizierbar ist, dann sollte es doch auch für jeden anderen einfach sein und damit eine Fehlbewertung deutlich unwahrscheinlicher machen als bei anderen. Also kann man dann überhaupt noch unterbewertete Aktien finden, sagt er. Das ist eine sehr gute Frage. Bemerkenswerterweise sind gerade die langweiligen Aktien ja diejenigen, die von vielen Aktionären links liegen gelassen werden. Ja, das ist eine menschliche Neigung, wenn man am Abend gefragt wird beim Bier, was hast du für eine Aktie gekauft? Und dann sagen sie, ich habe mir heute einen Oberflächenbeschichter für Möbel gekauft. Und dann sagen alle, oh, gern, wie langweilig. Ja, wenn sie sagen, ich habe mir ein Technologie-Hype-Unternehmen gekauft, das Bitcoins produziert, dann wird jeder sagen, oh, wow, lass mal hören, was hast du da gekauft? Das heißt, soll ich jetzt investieren? Das ist eine ganz menschliche Eigenschaft, dass man Trophy-Aktien für attraktiver hält und die langweiligen Aktien einfach links liegen lässt. Und genau das ist unsere Chance. Genau das ist unsere Chance, dass wir Aktien kaufen, die andere für langweilig halten. Weil nur wenn die Aktie langweilig ist, wird sie von niemand angeschaut. Und wenn sie von niemand angeschaut wird, haben wir die Möglichkeit einer hohen Margin of Safety, einer massiven Unterbewertung. Das heißt, sie werden niemals eine Margin of Safety bei einem DAX-Unternehmen haben. Weil die wird von 100 Analysten angeschaut, jede einzelne Aktie von 5000 Investoren angeschaut, jede Unternehmensmeldung von 5000 Investoren weltweit angeschaut. Innerhalb von Sekundenbruchteilen haben sie die Aktie richtig bewertet, wenn eine Meldung kommt. Das finden sie bei Nebenwerten nicht. Mhm. Sie sind alle Privatkunden. Sie investieren für eine Aktie vielleicht 2, 3, 5 oder 10.000 Euro. Sie werden viele Aktien haben, die ein institutioneller Investor sich gar nicht anschauen darf, weil dessen Größen dafür gar nicht ausreichen. So ein institutioneller Investor, der muss 100.000 oder 500.000 oder 5 Millionen in eine Aktie anlegen. Der schaut sich gar keine Nebenwerte an, per Definition. Und das ist ihre Chance, weil mit den Nebenwerten haben sie über alle Zeiträume in allen Ländern immer die bessere Performance gehabt als mit den Standardwerten. Okay, hier kommt eine sehr interessante Frage von Sebastian, und zwar, wie oft ist denn eine Aktienbewertung zu aktualisieren? Also lässt sich zum Beispiel aus den Quartalszahlen schon eine Prognose bilden oder nimmt man eigentlich nur die Zahlen aus dem Jahresabschluss? Das ist echt eine sehr interessante Frage. Um was es hier geht, ist einerseits der Anlagehorizont. Mein Anlagehorizont ist sehr langfristig. Ich möchte mir Aktien kaufen, von denen ich der Meinung bin, dass sie in 10 Jahren noch genauso ein wunderbares Unternehmen sind wie heute. Wenn ich eine Aktie kaufe, die über 10 Jahre 15% macht pro Jahr, dann habe ich über 10 Jahre mit dem Zinseszinseffekt eine wahnsinnige Rendite gemacht. Und das wird ja immer übersehen. Leute glauben immer, ich will eine Aktie haben, die in einem Jahr 30% macht. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktie in einem Jahr 30% macht, die ist minimal. Es ist viel sicherer, eine Aktie vorherzusagen, die auf Sicht von 10 Jahren 15% macht. Insofern interessieren mich Quartalsberichte nur am Rande.
Natürlich ist es schön, wenn die meine Prognosen trifft, die ich abgegeben habe für dieses Quartal. Aber wenn da mal ein Glitch dabei ist, dass ein Unternehmen mal für ein Quartal nicht meine Prognosen trifft, aber der langfristige Horizont intakt ist und ich weiß, langfristig muss diese Aktie gut laufen, weil alles dafür spricht, der Markt spricht dafür, die Wettbewerber spricht dafür, das Produkt ist fantastisch, die Markteintrittsbarrieren sind gut, die Profitabilität ist da, das Umsatzwachstum ist zweistellig, dann muss ich die Aktie nicht verkaufen auf so einen Glitch in den Quartalszahlen, dann interessiert mich das nicht. Das ist Noise. Und wir werden zugeschüttet mit Noise. Lassen Sie den Computer aus, schauen Sie nicht auf die Aktien. Wenn Sie mal eine Aktie gekauft haben, die Sie für interessant halten, dann schalten Sie den Computer aus. Ich mache das auch. Ich schaue einmal in der Woche, schaue ich mir Aktienkurse an. Man muss nicht jeden Tag online sein. Man muss nicht jeden Tag auf die Nachrichten lesen. Da ist viel zu viel Unfug dabei. Wenn denn eine Bundestagswahl in Deutschland ist, dann betrifft es den Kurs mal einen Tag und drei Tage später ist immer wieder höher als am Ausgangsniveau. Was soll ich denn dann machen an dem Montag? Soll ich verkaufen? Soll ich nachkaufen? Einfach nicht beachten. Schauen Sie sich die langfristigen Kursentwicklungen an und kaufen Sie Aktien, die Sie in 20 Jahren noch im Depot haben. Machen Sie sich mal Gedanken darüber, welche Aktien will ich auf 20 Jahre haben? Mhm. Was sind das für Werte? Da fallen schon viele raus. Ja, da fällt wirklich schon viel raus. Sie werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr an einem Autohersteller beteiligen wollen, weil ich weiß, ob in 20 Jahren wir noch mit Benzin- und Dieselautos durch die Gegend fahren, weiß ich nicht. Ja, vielleicht haben wir alle den Hyperloop von Elon Musk installiert in 20 Jahren. I don't know. Und wenn ich es nicht weiß, dann kann ich es nicht prognostizieren und dann will ich auch meine Aktien nicht darauf basieren. Aber ich kann sehr genau wissen, dass in 20 Jahren werden die Menschen definitiv noch älter sein als heute. Mhm. Sie werden noch viel mehr Medikamente brauchen. Sie werden noch viel kränker sein als heute, einfach weil sie älter sind. Und sie werden ihr Leben in Altersheimen verbringen. Mhm. Was mache ich im Altersheim? Ja, da habe ich genau noch 5 Abos. Ein Amazon-Abo, ein Audible-Abo, ein Sky-Abo für Fußball. Ein Insulin-Abo oder ein iTunes-Abo. Was auch immer. Also Nordic, ja. Nicht Nordic, sondern ja. Novo Nordisk. Das sind die Dinge, das war doch eine klare Einstiegsgelegenheit. Das Unternehmen bringt einmal ein Problem, aber Insulin wird immer gebraucht werden. Und das sind die Chancen, die wir suchen. Hier sagt jemand zum Beispiel im Studium, ja, da war dieses Unternehmensbewertung 1 bis 3 irgendwie komplett ohne Struktur. Es gab 2 bis 5 Bewertungsmethoden zur gleichen Kennzahl, aber alles kreuz und quer ohne System. Und könntest du vielleicht mal, also nur mal nochmal als Kontext, das wird in den Videos dann sowieso erklärt, die mit Peter kommen, aber was Peter eigentlich beruflich macht, er ist Analyst, aber sozusagen nicht bei einer Bank angestellt, sondern in seinem eigenen Unternehmen. Und was er macht, er sucht kleinere Small- und Mid-Cap-Aktien und macht dann für diese Aktien und Unternehmen Berichte, also oder Coverage, wie du das nennst, ne, damit diese Aktien dann sozusagen andere Investoren gewinnen können und er sagt dem Unternehmen im Endeffekt, ja, ihr seid meiner Meinung nach unterbewertet und wollt ihr sozusagen daran arbeiten, was zu tun für euren Aktienkurs. Ne? War das richtig beschrieben? Genau. Okay, gut, Glück gehabt. Und jetzt ist die spannende Frage, du hast mir auch gestern im Video gesagt, das dauert schon mal so ein Initiation Report, den du dann für das Unternehmen erstellst, dauert schon mal 6 bis 8 Wochen. Und kannst du denn mal so dieses ganze komplexe System der Aktienbewertung vielleicht mal in so einem chronologischen Prozess ordnen, was kommt als erstes, was kommt danach, ja, was kommt dann so anhand so ein paar Fingern so, ja? Also grundsätzlich ist eine Unternehmensbewertung wie ein Puzzle. Ein Puzzle mit 1000 Teilen. Mhm. Das Problem bei der Bewertung ist, ich weiß nicht, wie das Motiv ist. Das Motiv des Puzzles erfahre ich erst, wenn ich alle Teile zusammengelegt habe. Das heißt, wir müssen an den Puzzlen arbeiten. Aber was sind zum Beispiel die Randstücke von dem Puzzle? Genau, was ist das Erste? Ich fange damit an, mir das Unternehmen anzuschauen. Mhm. Das heißt, ich versuche zu verstehen, was stellt das Unternehmen eigentlich her? Ja, wenn ich diese Frage meinen Studenten stelle, ich lehre auch Unternehmensbewertung an Münchner Hochschulen und bei der DVFA, dann frage ich die meisten, wie ist denn das Geschäftsmodell von Hugo Boss? Das Unternehmen kennt jeder, aber kaum einer kann mir beantworten, was Hugo Boss genau macht. Ist Hugo Boss ein Händler oder ein Hersteller? Oder beides? Und damit fängt es schon an, weil Händler und Hersteller sind zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Händler kann jeder mit 10.000 Euro, jeder von uns kann mit 10.000 Euro einen Laden aufmachen und Händler werden. Händler hat 0 Markteintrittsbarrieren. Ein Hersteller
Autohersteller, Kleidungshersteller, der muss erstmal eine Milliarde in die Hand nehmen, um die Fabrik anzustellen. Der muss 1000 Leute einstellen, um die Klamotten herzustellen. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell mit ganz anderen Finanzkennzahlen. Das eine hat niedrige Margen, der Händler. Der Hersteller hat tendenziell hohe Margen, weil der muss ja erstmal die ganze Abschreibung finanzieren. Und so ist also das Geschäftsmodell zu verstehen, ist extrem wichtig. Was ist denn das Geschäftsmodell von Bayern München? Ja, was ist das Produkt, das Bayern München herstellt? Was ist das Produkt eines Fußballvereins? Allein das ist schon eine, setzen Sie sich mal hin und fragen sich, was ist die Wertschöpfung eines Fußballvereins? Ihres Lieblingsvereins von mir, das muss ja nicht jeder Bayern-Fan sein, weiß ich auch. So, also was ist das Geschäftsmodell eines Fußballvereins? Was stellt der her? Das ist eine wichtige Frage und viele Menschen scheitern schon daran, genau zu erklären, was das Geschäftsmodell ist. Nicht nur Aktionäre scheitern daran, sie glauben ja gar nicht, wie viele Unternehmensvorstände ich treffe, die nicht in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell zu erklären. Ja, da gibt es dann Immobilienunternehmer, Vorstände von Immobilienunternehmen, der sagt mir dann, wir machen Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien, und zwar Bestandshaltung und Entwicklung in A-, B- und C-Städten in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz. Und eigentlich machen wir auch nur Facility Management. Und sehen Sie schon, Herr Hasler, wir haben ein ganz spitzes Geschäftsmodell. Ja, dann denke ich mir nur, was ist denn daran spitz? Ja, du bist ein Bauchladen von unterschiedlichen Geschäftsmodellen, aber da ist gar nichts spitz. Ja, also erstmal das Wichtigste ist zu verstehen, was stellt das Unternehmen her? Was ist die Wertschöpfung? Was kaufen die ein? Was machen die damit und was verkaufen sie? Das ist mal das Erste, das A und O. Wenn Sie das verstanden haben, dann schauen Sie sich mal an, was macht das Management? Was hat es vorher gemacht? Was macht es jetzt? Wie wird das Management entlohnt? Hat es Aktien oder kriegt es 5 Millionen im Jahresgehalt? Schauen Sie sich die Zulieferer an. Wer beliefert die eigentlich? Wie sind die Mächte verteilt? Ist der Zulieferer mächtiger oder ist der Kunde mächtiger? Wer ist der Kunde? Ist der Kunde mächtig oder ist es der ist es das Unternehmen, was Sie anschauen? Wer ist da mächtiger? Ja, wenn der, ja, dieses Five Forces Modell. Dieses Five Forces, ja. Genau, dieses klassische portische Five Forces Modell. Mhm. Dann schauen Sie sich den Geschäftsbericht an, geben mal in den Excel-Sheet ein paar Geschäftsjahre ein, geben Sie mal, Sie können die gesamte G&V und Bilanz eingeben, das dauert dann vielleicht 2 Stunden pro Geschäftsbericht, Sie können auch nur ein paar Eckdaten eingeben. Dann schauen Sie sich mal an, was passiert mit dem EBIT, dem operativen Gewinn. Die EBIT-Marge, steigt die, bleibt die gleich, geht die zurück? Wenn sie steigt, warum steigt sie? Wenn sie zurückgeht, warum ist das so? Sind da neue Wettbewerber auf den Markt gekommen? Sind Leute leid, dieses Produkt zu kaufen? Sie kriegen wahnsinnig viele Informationen aus ganz wenigen Zahlen. Umsatzrentabilität, Eigenkapitalrentabilität, solche Dinge mal anschauen. Mhm. Dann wissen Sie schon, wie die Treiber sind, was die Finanzkennzahlen anbelangt. Da kriegen Sie wahnsinnig viele Informationen aus wenigen Zahlen. Aber ohne das geht's nicht. Ja, Sie müssen sich diese Arbeit machen, um herauszufinden, was ist die Existenzberechtigung dieses Unternehmens. Das ist das A und O. Die Existenzberechtigung des Unternehmens zu erforschen. Weil nur wenn Sie ein Unternehmen haben, an dem die Menschheit nicht vorbeigeht, dann haben Sie ein Geschäftsmodell, das in 20 Jahren auch noch eins ist, an dem die Menschheit nicht vorbeigeht. Mhm. Alles andere ist obsolet und obsolete Geschäftsmodelle gibt es schon genug und damit verliert man Geld. Und zwar durch die Bank und ohne Ausnahme. Was ich auch sehr interessant finde als ersten Schritt, das habe ich von Aswad Damodaran, der auf YouTube übrigens sehr interessante Videos auch macht. Der ist ja so Professor für Valuation in New York. Und der hat gesagt, zum Beispiel bei so einer Sache wie Uber, ja, ist kein börsennotierter Konzern, aber er hat am Anfang, hat seinen Sohn irgendwie von seiner Kreditkarte immer so Uber, hat er immer gesehen Uber, da dachte er immer, sein Sohn hat einen Deutschkurs belegt, er wusste nicht, was Uber ist. Und dann hat er mehr und mehr erfahren darüber, dass Leute Uber nutzen. Und dann hat er gesagt, dann schaut er als Professor für Wertpapieranalyse und so, schaut er nicht in Geschäftsbericht am Anfang oder so, sondern er setzt sich dann in so ein Uber rein und fährt eine halbe Stunde mit dem Uber rum und stellt eine halbe Stunde dem Fahrer Fragen so, wer bist du, warum fährst du für Uber, bist du da angestellt, wie viel verdienst du und so weiter. Und dadurch lernt er sozusagen das Geschäftsmodell viel besser kennen, als wenn er sozusagen einfach nur da sitzt und irgendwie nachgrübelt. So, es geht nur so. Es geht nur so. Wir müssen uns selbst Gedanken machen, ob dieses Produkt attraktiv ist. Natürlich kann ich nicht sagen, ob das neue Kraftwerk von Siemens besser ist als das Kraftwerk von GE. Das kann kein Mensch. Das kann aber auch kein Ingenieur. Auch ein Ingenieur kann das nicht. Wir müssen solche Unternehmen auch nicht analysieren. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass mir die neuen Laufschuhe von
von ASICS besser gefallen als die von Adidas, weil sie mir besser passen und weil die Sohle für mich besser ist und weil das Produkt besser, auch besser ausschaut. Auch Aussehen ist ja ein Begriff. Ja, und da war auch gerade eine Frage von Herrn Ignazio, der gesagt hat, das sind ja alles tiefgehende Informationen. Das sind sie nicht. Diese Informationen sind allgemein verfügbar. Ich selbst als Analyst arbeite nicht mit Informationen, die nicht allgemein verfügbar ist. Das ist Insider. Das darf ich gar nicht. Hm. Alle Informationen, die ich benutze, finde ich auf der Webseite, finde ich im Internet, finde ich in Büchern, in wo auch immer. Ja, Informationen zu Unternehmen sind frei verfügbar. Und du rufst auch an teilweise, ne? Genau. Als ich angefangen habe, da waren in unserem Research-Büro, hatten wir einen Schrank, da waren Leitsordner drin, weil die Analysten jeden Tag alle Zeitungen gelesen haben und da wurden dann die Artikel, die zu dem einzelnen Unternehmen waren, wurden ausgeschnitten und eingeklebt und in den Schrank abgeheftet. Das heißt, da war Information noch ein Alleinstellungsmerkmal für ein Research-Haus, weil je mehr Leitsordner man hatte, desto mehr Informationen hatte man zu dem Unternehmen. Heute steht jede Information global in Sekundenbruchteilen jedem zur Verfügung. Es gibt keine Ausrede, sich mit einem Unternehmen zu beschäftigen. Ja, es gibt keine Ausrede mehr für nichts tun. Das ist Faulheit. Jeder hat die Möglichkeit, alle Informationen zu Unternehmen zu bekommen und deswegen sollte man das auch nutzen. Und Information ist auch Ihre persönliche Neigung, Ihr Geschmack. Wenn Sie der Meinung sind, die neue Modelinie von Hugo Boss gefällt Ihnen nicht, dann sagen Sie, wenn sie mir nicht gefällt, gefällt sie wahrscheinlich anderen auch nicht. Dann ist das eine Aussage für das Unternehmen. Mhm. Wenn Sie sagen, die neuen Netflix-Serien sind so fantastisch, die will jeder sehen, dann ist das vielleicht eine Aussage, die Allgemeingültigkeit hat. Außer Sie haben irgendeinen Randgeschmack. Aber sagen Sie mal, wenn Sie einen dann geht Geschmack zu Pantherflex. Eines alltäglichen Menschen haben, dann haben Sie grundsätzlich den Normalgeschmack und dann sagen Sie, wenn mir was gefällt, dann gefällt es allen und wenn es allen gefällt, dann hat es Auswirkungen auf die Verkäufe. Das kann man machen mit Autos. Ja, wenn Sie sagen, das neue Auto ist schön, dann wird es sich auch verkaufen. Wenn Sie sagen, das Auto ist ja so hässlich, wir wollen das fahren, dann wird das Auswirkungen auf die Absatzzahlen haben. Viel häufiger, als man glaubt. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, das bedeutet eben, wie ja Peter auch gesagt hat, das ist halt eine harte Arbeit. Und das bedeutet aber eben auch konkret, ne, weil ich ja jetzt auch schon wieder die Kommentare verfolgt habe, dass man eben nicht, wenn man sich mit der Börse beschäftigt, vielleicht immer so mit solchen Fragen, wie mache ich jetzt einen Zock auf die Steinhoff-Aktie irgendwie beschäftigen sollte, wenn man noch überhaupt gar keine Ahnung von Aktienbewertung hat, sondern dass man zum Beispiel sagt, okay, was ist denn das Porter Five Forces Modell und sich das mal anschaut und dann einfach mal auf unterschiedliche Aktien versucht anzuwenden. Ich kann sagen, ich habe zum Beispiel mit dieser SWOT-Analyse sehr viel also Fortschritte gemacht, dass ich mir einfach immer bei Unternehmen diese Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats und so weiter angucke und richtig das auch niederschreibe, also dass man selber anfängt, Dinge aufzuschreiben, weil dadurch muss man sozusagen selber auch seine Gedanken konkreter anfangen zu formulieren. Das hat mir auch sehr viel geholfen. Und dann kann ich schon, während ich so eine Analyse mache, meistens sagen, Alter, ich kann hier überhaupt gar nicht einschätzen, bei Siemens zum Beispiel, auch nur ansatzweise, wie sich diese Aktie in Zukunft entwickelt in das Unternehmen und dann gehe ich gleich zum nächsten Unternehmen über, ja. Aber also die Zeit auch sinnvoll einsetzen und nicht irgendwie mit Zocks beschäftigen, die meistens sowieso in die Hose gehen, ja. Okay, jetzt sind wir auch schon mit der Zeit leider durch, aber von Facebook haben wir alle Fragen geschafft. Vielleicht noch eine letzte Frage. Eine Frage haben wir noch, oder? Ja, ja. Ja. Vielleicht nochmal, wie man so ein Modell aufbaut. Ja, also okay. In diesem Buch ist es eigentlich recht anständig erklärt. Ich habe noch ein zweites Buch geschrieben, das ist ein bisschen dünner als das. Es hat nur ein Drittel so viel Seiten, das heißt Quintessenz der Unternehmensbewertung. Mhm. Da steht auch, es ist für jemanden drin, der es vielleicht schneller lesen möchte. Nicht in dem Detaillierungsgrad, der ist aber vielleicht auch nicht unbedingt erforderlich. Dort lernt man es auch. Der Kolja hat schon angesprochen, die Webseite von Aswad Damodaran. Das ist auf Englisch und sehr anspruchsvoll. Also ich glaube nicht, dass man damit zur Rande kommt, bevor man meine Bücher gelesen hat. Das heißt, also ich würde mal eher empfehlen, erstmal was Deutschsprachiges zu lesen. Leider sind die Unternehmensbewertungsbücher in Deutschland die deutschsprachigen Unternehmensbewertungsbücher sind durch die Bank relativ schlecht, weil sie von Akademikern verfasst wurden, die es eben nicht machen.
Ein Akademiker schreibt nur drüber, aber er hat selbst noch nie Unternehmen bewertet. Und deswegen habe ich ja selbst dieses Buch geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass es eben in England oder Amerika zwar Bewertungsbücher gibt, die von Machern geschrieben wurden, aber in Deutschland nicht. Und das war eigentlich der Aufhänger für mein Buch oder für die beiden Bücher. Und insofern bin ich auch stolz dazu, darauf, dass ich das so gemacht habe, weil ich eben in die Domäne eingebrochen bin, die sonst einem Professor Drukaczyk oder Balwieser vorbehalten sind. Die waren die Jahrzehnte, die Lehrstühle für Unternehmenswertung in München und Frankfurt oder wo auch immer inne hatten. Deswegen, also man muss sich erstmal mit der Theorie beschäftigen und mal mit Excel lernen zu arbeiten, um dann die Unternehmenswertung zu können. Aber das kann jeder lernen. Es ist nicht etwas, wo man Ingenieur sein muss oder Rocket Science haben muss. Es ist eigentlich ein Lehrgang, den ich an der Hochschule in 20, 30 Stunden lehre. Und wer jetzt nicht die Gelegenheit hat, hier an meinen Hochschulen zu studieren, der hat immerhin die Gelegenheit, Bücher zu lesen oder mir eine E-Mail zu schicken. Ja? Ich habe Sphene Capital hat auch eine Facebook-Seite, da sind Sie alle eingeladen, auch beizutreten. Und wer mir eine E-Mail schickt, kriegt in der Regel auch sehr schnell taggleich eine Antwort. Ja, hier hat sich noch jemand bedankt für den Sano-Chemia-Report, fand er sehr gut. Das heißt, man kann auch irgendwie die Analystenreports, die du sozusagen erstellst in den Unternehmen, dann nachlesen bei Sphene Capital, oder? Also alle unsere Research-Reports sind frei verfügbar. Das unterscheidet uns von Investmentbanken, die Research-Reports ja nur an ihre Kunden verschicken. Wir sind da nicht so picky ja. oder selektiv, sondern wir verschicken unsere Research-Reports grundsätzlich über die Medien in die Welt hinaus. Sie sind also im Internet zum Download da und auch auf den meisten Webseiten der Unternehmen stehen sie auch zum Download. Das heißt also, und wer sie gerne geschickt haben möchte, wie gesagt, der kann auf Facebook der Community beitreten und dann wird er auch taggleich oder eigentlich minutengleich informiert, nachdem wir den Wert in die Coverage aufgenommen haben oder ein Update geschrieben haben über Unternehmen. Ja, interessant. Und ich finde, das ist auch immer ein Punkt, denn wie ich halt dazu lerne, ich gucke mir einfach an, wie machen das denn andere Leute? Und dann versuche ich mir sozusagen Dinge von denen zu übernehmen, die für mich passen und versuche mich danach auch noch einzuarbeiten. Und so macht man eigentlich Fortschritte, ja. Und ist eigentlich also keine Rocket Science, wie Peter gesagt hat, aber es ist eben Arbeit, ja. Genau, man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn sich andere schon Gedanken machen. Und es gibt diesen Satz, to steal from one is plagiarism, to steal from many is research. Also von einem zu klauen ist Plagiat und von vielen zu klauen ist Research. Ja, also man klaut sich von vielen die Ideen und macht einen Gedanken daraus. Das ist Research und auch das kann einem schon weiterhelfen an der Börse. Okay, dann danke für diesen Livestream. In Zukunft werden jetzt mehr Videos dann kommen. Ich habe mit Peter einige Videos gedreht. Er hat sich zum Beispiel auch das Unternehmensportfolio von mir angeguckt und seine Meinung zu den Käufen von mir abgegeben. Und dann haben wir noch alle möglichen anderen spannenden Themen, die in den nächsten Wochen hier nach und nach hochgeladen werden. Also auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Sind wir jetzt auch durch mit der Zeit. Danke auch von meiner Seite, danke an die Community für die vielen netten Kommentare, die ich hier lese und auch für die vielen tollen Fragen. Waren sehr interessant und super Sache. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute, ciao. Macht's gut. Ciao. Okay, so, finito. Ja, cool, dass das geklappt hat.